Leute, mein Name ist EpicStan und mit dabei ist heute Katja. Hallo. Und schau mal, Katja, wir befinden uns hier in einem riesengroßen Dschungel. Oh, wie schön das aussieht. Moment mal. Dann hole ich hier auf jeden Fall ein bisschen Holz insgesamt. Kakaobohnen. Oh, das ist sehr gut. Und vielleicht finden wir ein paar Panda. Und Moment mal, ich kann hier sogar auf den ganzen Baum hochklettern. Schau mal, Epic, wie süß. Danke, Alter, du bist ein kleines Äffchen. Guck mal, ich bin hier ganz weit oben und du bist da weit unten. Oh, oh. Hallo, Katja, da? Hallöchen. Sehr nice. Okay, ich habe auf jeden Fall schon ein bisschen Holz und ich will unbedingt einen süßen Panda finden. Das wäre toll. Ich bin hier ganz oben insgesamt. Okay, aber ich sehe hier noch keinen einzigen Panda, aber ich sehe ein bisschen Bambus. Das ist sehr gut. Ich kann Bambus abbauen. So, oh, und so, sehr und nice. So. Bitte hier den Bambus abbauen. Moment mal. Ich kann auf jeden Fall aus dem Holz schon mal einen kleinen Crafting-Table craften. Oh, tipptopp. Und Moment mal. Was ist das denn hier vorne? Schau mal, Katja. Moment mal. Ich muss ganz kurz zu dir kommen. Hallöchen. Ich bin Hallo. Da. Was ist denn da los? Ich sehe Papageien insgesamt. Die sind ja richtig doll süß. Und Moment mal, auch ein Villager. Und warte mal, Epic, der redet mit uns. Oh, was sagt er denn? Er erzählt irgendwas von einer Sirenenkopfwelle. Moment mal. Oh. Und die soll hier auf den Dschungel aufkommen. Epic, der ist richtig doll verängstigt darüber. Das ist ganz und gar nicht gut. Moment mal, Katja. Es kommt eine Sirenenkopfwelle auf uns zu. Das ist ja richtig doll seltsam. Und Moment mal, Katja. Ich zähm gerade hier den kleinen Papagei. Der Papagei mag mich. Oh, wie süß. Oh. Hallo, kleiner Papagei. Bitte mitkommen. Und Moment mal. Er kann sogar auf meine Schulter. Guck mal, wie süß. Das sieht so, so cute aus, Epic. Oh Mann, aber warte mal. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier den Villager insgesamt beschützen. Und vor allem natürlich auch die Papageien und uns selber. Das stimmt, Katja. Es kommt einfach eine riesengroße Sirenenkopfwelle auf uns zu, Katja. Wir müssen eine wirklich richtig, richtig sichere Base bauen. Und vor allen Dingen der arme Villager muss richtig gut geschützt werden. Okay, Moment mal. Dann würde ich sagen, ich hole mir auf jeden Fall die ganzen Items hier raus. Und Moment mal, Katja, wir könnten hier aus den Steinchen eine richtig doll sichere Base gegen die Sirenenkopfwelle bauen. Oh, und warte mal, Epic, ich habe eine richtig doll gute Idee. Vielleicht können wir es ganz, ganz oben auf einem Bäumchen bauen. Das ist eine richtig doll gute Idee. Wow, wir bauen eine Base richtig doll weit oben. Und wir müssen auf jeden Fall den Villager richtig gut beschützen insgesamt. Okay, Moment mal, wir könnten unsere Base vielleicht hier oben auf dem Baum bauen. Das wäre wirklich so, so, so nice. Dann sind wir richtig doll sicher vor der Sirenenkopfwelle. Oh, so nice, Moment mal, Katja. Ich baue hier auf jeden Fall eine kleine Treppe nach oben. Au, bin runtergefallen. Oh, oh, Moment mal. Ich versuche das dir irgendwie zu helfen. Aua! Entschuldigung, Katja. Ja, ja, ja. Da baue ich mich hier ein bisschen weiter nach oben. Flup und flup und flup. Und Moment mal, Katja. Wir müssen uns auch wirklich so schnell beeilen, bevor die Sirenenkopfwelle kommt. Das ist ganz und gar nicht gut. Oh, das stimmt. Dann geht's hier auf jeden Fall weiter nach oben. So und so. Schau mal, Katja. Ich bin hier schon richtig weit oben auf dem Baum drauf. Oh, oh, Moment mal. Ich komme hoch. Oh, sehr nice. Und von hier oben hat man wirklich so eine gute Aussicht. Okay, dann geht's hier weiter nach oben. Wow, schau mal, wie hoch wir sind. Oh, wie nice. Ganz da unten ist der Villager und ich sehe hier weit und breit noch keine einzige Sirenenkopfwelle. Das ist sehr gut. Dann würde ich sagen, wir können hier auf jeden Fall unsere Base bauen. Das wird wirklich eine richtig doll sichere Base-Karte und wir müssen uns richtig doll schnell beeilen, bevor die Sirenenkopfwelle hier bei uns ist. Oh, stimmt. Okay, warte mal. Ich tausche auf jeden Fall auch mal hier den Boden aus. Okay, warte mal. Wir müssen uns richtig, richtig doll beeilen und es ist so süß, dass hier einfach dein Papagei auch hier ist. Das stimmt. Der ist so süß, der kleine Papagei. Und warte mal, Katja, wollen wir unsere Base zwei Stöcke hochbauen? Ja, okay, warte mal. Dann sehen wir auf jeden Fall noch viel mehr und dann können wir auf jeden Fall mal schauen, ob wir irgendwo schon die Sirenenkopfwelle sehen. Dann wird hier auf jeden Fall eine kleine süße Treppe nach oben gebaut. Von hier kommen wir von ganz unten nach hier oben hin. Da geht es hier weiter und hier oben können wir auf jeden Fall die zweite Etage bauen. Moment mal. So und so. Die wird ein bisschen größer insgesamt. Oh, das wird so doll schön aussehen und wir müssen uns wirklich richtig doll schnell beeilen. Und Moment mal, Katja, denkst du hier, die Steinchen halten der Sirenenkopfwelle stand? Weiß ich nicht ganz. Vielleicht werden die auch brüchig oder gehen irgendwie kaputt. Dann kommt hier auf jeden Fall die Decke oben drauf. Und wir könnten auch noch ein paar Fenster da hier reinmachen. Und warte mal, ich baue hier auch noch mal eine kleine Treppe nach oben. Sehr gut. Und schau mal, Katja, unsere Base sieht wirklich schon so doll schön aus. Wir haben von hier oben alles im Blick. Das ist wirklich so nice. Dann geht's hier in die zweite Etage und dann geht's hier runter in die erste Etage. Und mein Papagei sitzt auf meiner Schulter. Wie süß. Oh, das ist wirklich so nice. Okay, Moment mal, Katja. Dann würde ich sagen, wir holen den Villager von unten. So, ab zum Villager. Und der Villager muss auch richtig, richtig doll gut geschützt sein insgesamt. Oh, stimmt. Und warte mal, ich mache die Treppe auf jeden Fall nach oben noch ein bisschen sicherer, dass wir auf jeden Fall auch wieder runterkommen könnten eventuell.
Okay, das ist schon mal sehr gut. Und hallo Villager, bitte mitkommen in unsere tiptop-sichere Base. Oh, und schau mal, Karte, der Villager ist jetzt hier richtig doll safe in unserer Base. Oh, tiptop, das ist wirklich so doll süß. Und Moment mal, Karte, vielleicht können wir von hier oben die Sirenenkopfwelle schon sehen. Oh, ich habe richtig doll viel Angst und ich glaube, Karte, die Sirenenkopfwelle ist richtig, richtig doll stark hier insgesamt. Und warte mal, Karte, hast du vielleicht noch ein bisschen Glas? Dann könnten wir noch ein paar Fenster reinbauen. Oh, stimmt, Moment mal, wollen wir die hier hinbauen oder wollen wir die lieber nach unten bauen? Hm, wir könnten die hier oben hinbauen, aber auch unten. Okay, warte mal, dann gehen wir erstmal unten ein bisschen Glas hinsetzen. Oh, und schau mal, ich gebe dir hier schon mal was. Bitteschön. Oh, danke schön, Kater. Okay, okay. Dann kann ich hier oben auf jeden Fall schon ein paar Fenster reinbauen. So, da kommen hier ein paar Fenster hin. Moment mal. So und so und so. Da kommen hier auch ein paar Fenster hin. Dann haben wir wirklich eine tiptop gute Aussicht. Oh, das ist wirklich so nice. Und Kater, es kann einfach jeden Moment, oh, die Sirenenkopfwelle kommen. Das ist wirklich ganz so gar nicht gut. Oh, oh. Dann geht's hier ein bisschen nach oben. Schau mal. Oh, wie schön ist das denn? Jetzt haben wir hier oben auf unserer Base wirklich eine richtig gute Aussicht. Oh, das stimmt. Okay, warte mal, ich helfe dir ganz kurz. Oh, so, danke schön. Und so. Und das machen wir auch noch alles hoch, aber bis jetzt sehe ich auf keinen Fall was, aber Moment mal, siehst du das? Wow, tatsächlich, Moment mal, Katja. Was ist denn hier los? Da ist die Sirenenkopfwelle, die kommt auf uns zu. Wir müssen schnell beeilen, wir müssen hier alles richtig dicht machen. Schnell. So und so und so, da wird das hier nicht gemacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sehe da hinten die Sirenenkopfwelle ganz genau. Das ist ja wirklich ganz und gar nicht gut. Und Moment mal, Katja, ich baue mich da ein bisschen hin insgesamt. Oh, oh, echt jetzt? Ja. Oh nein, pass aber auf dich auf, okay? Oh, ja, ja, ja. Moment mal, Katja. Die Sirenenkopfwelle breitet sich ja richtig, richtig doll schnell aus. Und wir müssen wirklich so doll gut vor der Sirenenkopfwelle aufpassen. Das ist wirklich ganz und gar nicht gut. Moment mal. Schau mal, sie wird immer größer und größer. Und hier wird einfach der komplette Dschungel und die ganzen Dschungelbäume einfach überflutet. Was ist denn hier los insgesamt? Oh, oh, Moment mal, Katja. Wie sieht die Sirenenkopfwelle denn hier aus? Oh, die Sirenenkopfwelle sieht hier wirklich richtig, richtig lustig aus. Und oh nein, Auchi, ich krieg Damage von der Sirenenkopfwelle. Wir dürfen die auf keinen Fall berühren. Das ist wirklich ganz gar nicht gut. Au, ich krieg Damage, ich krieg Damage. Oh, oh, die Sirenenkopfwelle ist ja wirklich so doll mies und fies. Und die hat sich hier schon wirklich richtig, richtig doll groß ausgebreitet. Ihr wurde einfach schon alles überflutet von der Sirenenkopfwelle. Das ist hier wirklich ganz so gar nicht gut. Und vor allen Dingen, Katja, die Sirenenkopfwelle ist schon bei uns. Oh, oh, wir müssen unsere Base wirklich tipptopp doll sicher haben. Kommst du wieder zurück? Oh ja, ich komme wieder zu dir, Katja. Moment mal, so und so und so. Da baue ich hier eine kleine Treppe hin. Oh sehr Gott, gut, oh Gott, oh Gott. So, hallo, Katze. Schau dir das hier mal an. Die Sirenenkopfwelle breitet sich wirklich so doll groß hier aus. Und hier sind überall Sirenenköpfe. Und wenn wir die Sirenenkopfwelle berühren, kriegen wir richtig doll viel Damage. Oh, oh. Okay, warte mal. Du kommst wieder zurück auf jeden Fall. Und wir sollten uns echt beeilen, dass du wieder hier bist. Oh ja, Moment mal. So und so und so. Da baue ich hier eine kleine Treppe nach oben. Hallo, Katja. Hallöchen. Und Moment mal. Ich buddel mich hier kurz rein. So und so. Jetzt muss ich auf jeden Fall wieder zumachen. So, hier wird auch zugemacht. Oh, tipptopp. Oh, wie nice ist das denn? Ich komme zu dir, Katja. Da geht's hier ab nach oben. Hallo, Katja. Und Moment mal. Schau dir das hier mal an. Die Sirenenkopfwelle hat sich schon richtig doll groß hier ausgebreitet insgesamt. Das ist hier wirklich ganz so gar nicht gut. Der komplette Dschungel wurde hier einfach schon von der Sirenenkopfwelle überflutet. Das ist wirklich ganz so gar nicht gut hier insgesamt. Oh, oh. Oh Gott, ich habe richtig doll viel Angst. Und Moment mal. Denkst du, na, die Blöcke hier halten der Sirenenkopfwelle stand? Ich bin mir sehr, sehr unsicher. Ja, was machen wir denn, wenn die den nicht standhalten? Ich bin mir nicht ganz sicher, Katja. Oh, warte, warte, warte. Ich habe eine Idee. Moment mal, wir könnten vielleicht unsere Base ein bisschen, naja, dicker hier bauen. Schau mal, ich habe noch ein bisschen Wolle dabei. Vielleicht kannst du die benutzen. Guck mal, bitteschön. Oh, danke dir, Katja. Das ist eine gute Idee. Wir könnten unsere Base, naja, mit weißer Wolle noch ein bisschen besser absichern. Und die Sirenenkopfwelle ist hier gleich schon bei uns. Oh, das ist wirklich ganz so gar nicht gut, Katja. Okay, wir müssen uns jetzt wirklich richtig schnell beeilen, unsere Base hier noch besser abzusichern mit der Wolle. Oh, das ist wirklich sehr nice. Und die Sirenenkopfwelle kommt immer näher und näher zu uns. Und schau dir das hier mal an. Die ganzen großen Dschungelbäume wurden hier schon von der Sirenenkopfwelle überflutet. Das ist ja wirklich ganz so gar nicht gut. Das stimmt. Oh, oh. Okay, Moment mal. Dann kommt hier auf jeden Fall überall Wolle hin. Oh, wir machen unsere Base wirklich tipptopp sicher. Okay, da kommt hier auch Wolle hin. So und so und so. Oh Gott, das macht wirklich richtig doll viel Spaß. Wir haben den Villager gerettet und auch den kleinen Papagei. Und haben hier wirklich eine richtig doll sichere Base insgesamt. Oh Gott, schau mal, schau mal, schau mal. Ich glaube, die Sirenenkopfwelle... Komm, 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 komm.
Du, die ist gleich bei unserer Base, die ist gleich bei unserer Base. Oh, oh. Du, gleich wird unsere Base von der Sirenenkopfwelle überflutet. Schau mal, wie nah die hier bei uns schon ist. Das ist wirklich ganz so gar nicht gut, Kater. Oh, oh, gleich wird unsere Base überflutet. Oh nein, was ist denn hier los insgesamt? Moment mal, da geht's hier ab nach unten insgesamt und oh, hier ist überall Wolle. Das ist sehr gut, Kater. Dann platziere ich hier auch noch ein bisschen mehr Wolle. Und Kater? Ja, bitte. Oh, die Sirenenkopfwelle ist bei uns. Sie ist hier. Sie ist in unserer Base, sie ist in unserer Base. Oh nein, die ist hier überall. Was ist denn hier los? Oh, oh, nein, 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 nein. Kater, unsere Base wird überflutet. Hier ist es auch. Geh runter, geh runter. Schnell runter. Hier ist ganz viel Wolle. Ich glaube, die Wolle hält bis jetzt stand. Schau, 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 schau. Das stimmt. Moment mal, Kater. Hast du noch ein bisschen mehr Wolle? Ja, ja, ja. Guck mal, guck mal, guck mal. Bitte schön. Und schau mal, Kater. Hier ist die Sirenenkopfwelle. Oh, oh. Wir müssen sie richtig gut in Wolle einbauen. Und dem Villager geht's auch tipptopp gut. Und schau dir das mal an. Die Sirenenkopfwelle ist ja einfach mitten in unserer Base drin. Und wenn wir hier die Sirenenkopfwelle berühren, wow, man kriegt richtig viel Damage. Man kriegt richtig, richtig viel Damage. Warte mal, Kater. Willst du einen goldenen Apfel? Nein, ich habe auch genügend Wert. Ja. Ich weiß, was du da machen möchtest. Au, ich krieg Damage. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Oh, oh. Und Moment mal, die Wolle hält der Sirenenkopfwelle wirklich tipptopp gut stand. Und schau dir das hier mal an, Kater. Die Sirenenkopfwelle ist ja mitten in unserer Base. Oh, das wirkt nicht ganz so gar nicht gut. Moment mal, ich gehe ein bisschen nach unten. Und schau dir das hier mal an, Kater. Die Sirenenkopfwelle ist ja wirklich riesendoll groß. Die verbreitet sich ja immer mehr und mehr. Und schau dir mal unsere Base an. Die sieht hier richtig so lustig aus. Au, oh, das stimmt. Schau mal, vor allem überall sind noch die ganzen Lianen hier. Ey, das sieht ja richtig da nice aus. Und guck mal da hinten, der Baum, der da. Du, nein, der wird auch gerade überflutet von der Sirenenkopfwelle. Oh, was ist denn hier los? Warte mal, Katja. Oh, du kriegst Damage. Oh, oh. Ach, Mann, das ist so lustig. Kater, pass bloß auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, Mann. Das hat aber wirklich so doll viel Spaß gemacht, Kater. Wir haben eine wirklich richtig, richtig coole Base gebaut. Und wir haben dem Villager richtig, richtig gut geholfen. Oh, so cool. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kater vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.